Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal von Eastside Gaming. Der Schalli und ich spielen Zombies Chronicles. Das bin ich. Kino der Toten. Wir freuen uns ganz besonders, dass die legendären Zombie-Maps aus den verschiedenen Call of Duty-Teilen endlich zurückkommen. Unsere Gebete wurden erhöht. Unsere Gebete wurden erhöht, ey. Geil. Mal gucken, ob jetzt alles. Sprachfehler haben wir auch. Hä? Tim läuft schon mit einer Map rum, ich bin noch nicht mal gespawnt. Ja, du hast du jetzt geruckelt. Was ist denn hier los? So. Weiß ja nicht, ob von euch jemand überhaupt Erfahrung hat mit Zombies in Call of Duty. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wir haben das eigentlich schon. Zeit eigentlich Black Ops 1 spielen mit Zombies, ne? Ja. Brauche ich Zeit Beginn. Naja, nicht ganz Beginning. Oh, ich sehe übrigens die Kiste. Das ist übrigens die magische Kiste. Wer das nicht kennt, wir erklären das einfach mal nebenbei so ein bisschen für die absoluten Laien, denke ich. Also grundlegend geht es ja einfach nur darum zu überleben, ne? Genau. So hat das ja alles angefangen. Früher ging es eigentlich nur darum zu überleben in so einem Spiel. Aber mittlerweile hat sich das ja viel größer entwickelt, als wahrscheinlich selbst die Entwickler gedacht haben, ne? Das war ja jetzt mittlerweile fast erfolgreicher, denke ich, als der Shooter an sich. Würde ich meinen. Für die, die sich. Ja, die sich interessieren, ja. Definitiv. Und ich denke, die Bandfläche ist mittlerweile. Bandfläche, ich sag mal Bandfläche. Bandbreite heißt es. Ist mittlerweile sogar größer als der Shooter an sich, denke ich. Diese Dinger würden vielleicht mehr aushalten, wenn sie aus besserem Holz wären. Wirklich, mega wichtig. Wahnsinnig viel Zeit dafür, aber. Alter, wie viele sind wir schon? Oh, hier geht's gut ab. Ich helfe da immer. Wir sind nicht absolute Teamplayer. Mal wieder reinkommen, ne? Geil, Ich steuere noch ein bisschen komisch rum, weil ich meine Tasten ein bisschen anders belegt habe. Nee, er kann's noch nicht. Okay. Aber zur Erklärung, ich spiele nicht mit Controller. Ich spiele mit einem Maus- und Tastaturadapter. Hätte zu fragen hat. Und das, was hier unten gerade so schön blinkt, sind übrigens doppelte Punkte. Es gibt immer so kleine Power-Ups, das habt ihr gerade gesehen. Die helfen uns ein bisschen, die Zombies zu schlachten. Alter, hier oben ist absolut. Ich muss mich erstmal wieder konzentrieren. Ja, wir müssen weiter. Na, lass ein Leben. Oh, oh, oh. Ja. Au. Okay, wir haben lange nicht gespielt. Machst du auf, du hast ein bisschen mehr Geld. Ja, ihr Crouch. Achtung! Lass den Crawler. Okay. Ah, warte. Au. Oh, Timmy! Ja. Ich bin weg. Okay, scheiße, ich glaube. Nee, nicht die Atombombe. Egal. Doch. Okay. Oh. Lass das Insta mal ein bisschen. Wir hatten schon eins. Es läuft absolut super schön. Okay. Ja, ich gehe hier runter, das fühle ich mich sicher. Die Kiste ist übrigens genau auf der anderen Seite, ne? Ja, ist ja Bums. Ach so. Ja, ja, komm mit. Ich dachte, auf der Map ist die immer gleich am Anfang. Nee. Also, wir zeigen euch jetzt mal die magische Kiste. Ich hoffe, wir überleben sie überhaupt. Wir sind manche. Ey, wirklich, wenn du lange nicht gespielt hast, ne? Wir haben wirklich 40, 50 Runden damit gespielt damals, aber. Ja. Wenn du jetzt eine Zeit lang nicht gespielt hast. So, hier unten, Timmy, hier bin ich. Dann merken wir das doch schon. Und hier ist auch schon die magische Kiste. Ihr seht ja erst beim Timmy, wenn er kommt. Ich benutze sie einfach schon mal. Man kann dann für 950 Punkte eine Waffe ziehen und ich ziehe die KN44. Okay, ist gar nicht so schlecht. Und halte derweil mal ein paar Zombies vom Timmy. So gefällt mir das. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Hat eine Manowar, ist ganz gut. Ja, Manowar ist eigentlich ganz geil. Also die Waffen werden aus dem Shooter, aus dem Multiplayer einfach übernommen. Größtenteils sind meistens nicht immer alle dabei. Ein neuer Tag, der gleiche Mist. In einem anderen schon Universum. Hier kommt eine ganze Armee. Oh, scheiße. Ich will jetzt weg hier. Das ist übrigens die Atombombe, die wir da immer ziehen. Oh, es gibt eigentlich so viel zu erklären, ne? Wisst ihr gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja. Mittlerweile ist so groß geworden, das Spiel, das muss man einfach mal sagen. Grundlegend, okay, geht's ums Überleben.
Ich zieh mal einen Kaugummi. Kosten null, geil. Kosten ja nichts auf deiner App. Nachgeschmack. Ah, ich glaube, ich behalte meine Perks. Ja, genau. Ich behalte meine Perks. Perks erklärt man das extra. Hä? Kostenloses extra hab ich bekommen. Geil. Schocker. Oh, nice. Ich hab Double Tap, glaube ich. In dem Moment krieg ich 7 mal von hinten auf die Fresse, ne? Also, es gibt halt verschiedene Perks. Ja. Haben wir gerade ja auch ein bisschen besprochen. Aber ich glaube, die behandeln wir alle immer explizit einzeln, ne? Wenn es soweit ist. Ja. So, hier unten bei mir sieht man es jetzt. Neben der blutigen römischen Ziffer, das ist die runden Zahlen, die wir uns befinden, das rote. Das ist mein Extra, das ist Juggernaut. Da hält man einfach mehr Schaden aus von den Zombies. Ja, ich glaube 7 Schläge, ne? Kann man jetzt nicht. 7 Schläge statt 2, glaube ich. Und das ist in den späteren Runden einfach Pflicht. Für irgendwann. Auch, wir sind nicht die besten COD-Spieler, sagen wir mal. Nicht die besten Zombie-Spieler, auch nicht die schlechtesten. Oh, ich habe Double Tap, aber sowas von. Aber später brauchen wir es einfach. Da kommen dann so viele Horden an Zombies. Das ist dann. Klar gibt es Weltrekorde. Aber wir sind keine Weltrekordspieler. Ich glaube übrigens, ich habe den letzten Zombie weiter rennt. Ja, ich habe keinen mehr. Wo ist denn Juggernaut, Tim? Wollen wir jetzt erstmal einen Strohmann machen? Ja, im Kino direkt. Ja, wir müssen erstmal Strohmann. Bist du schon im Kino? Bin auf dem Weg dahin. Also grundlegend geht es darum, jetzt erstmal Strohmann zu machen, um erstmal diese Automaten hier. Das sind die Perks. Zum Laufen zu bringen und die Perks ermöglichen es halt, länger zu leben. So auf gut Deutsch gesagt. Jedes Perk hat also seine eigenen Stärken. Hier ist der Strom. Zum Überleben helfen. Ja, genau. Und jetzt haben wir uns Strom angemacht. Jetzt geht's richtig los hier. Und das wichtigste Perk, das hat euch Tim ja gerade erklärt, der hat das ja auch. Lass den Zombie mal bitte leben. Das ist Juggernaut. Und das hat mir ja schon erklärt, ne? Wofür uns das Ganze hilft. Alter, warum bricht ja alles zusammen? Das sind die Crawler, die kommen. Kommen die schon? Ja. Ne, die kommen erst noch, oder? Nee. Nee, die kommen erst noch. Okay. Es kommt dann auch noch was anderes, nicht nur Crawler, sondern es kommen auch noch ein paar Hündchen. So, ich habe jetzt auch Juggernaut. Das ist eigentlich das Wichtigste zum Anfang. Waffen und Juggernaut. Nein, wegen kannst du töten. Und dann machen wir jetzt mal weiter. Ich hab ja Chugger. Das ist noch eine der einfachsten Maps eigentlich. Kann man so sehen, ne? Ja, ich finde es ganz gängig. Also so vom Prinzip her so mit die einfachste. Da wo Tim jetzt gerade rumläuft, das war früher immer mein Laufweg, wo wir auf Runden gespielt haben. Mittlerweile ist es eigentlich relativ boogie. Ich bräuchte mal eine Waffe, geht eigentlich noch. Ja. Ich bleibe einfach mal im Anfangsraum. Dann gucken wir uns mal an, was uns hier so erwartet. Ja, das seht. Oh, jetzt kommen sie. Crawler. Ja, also ihr werdet gleich die sehen, weil Giftgas sind Giftgaswolken, die absondern, wenn sie explodieren. Das ist nicht so optimal. Das sind halt, klar. Wenn du da reinläufst, kriegst du halt Schaden, ziehst weniger. Gibt's gerade Modi oder gibt's auch Zombies? Hallo? Zum Glück spielen wir mit Kopfhörern, da höre ich wenigstens ganz genau, wo die kommen. Die waren nämlich schon wieder hinter mir. Ihr seht, ich drücke mal die falsche Taste. Es gibt auch Zombies? Sag mal, hast du alle Zombies? Kann das sein? Ja, Tim hat die meisten Zombies. Oh, ist noch so ein Crawler. So, ich habe noch ein Power-Up. Das können wir uns auch mal anschauen, wenn der rauchig ist. Das Power-Up nennt sich Insta-Kill. Werdet ihr sehen, das heißt, alle Zombies sind, egal in welcher Runde, das kann man dazu sagen, One-Hit, ne? Also, auch vorteilhaft. Ja. Gerade zu Beginn auch, naja, zu Beginn geht's noch so. Kann ich zeigen? Ich hab auch keine Zombies mehr, die Tim hat, Alter. Da mit einem Schuss. So, ich habe mir mal noch einen Perk geholt. Auch relativ wichtig, das kann euch Tim gerade mal zeigen und dann kann man es auch erklären. Welches denn? Quick Revive habe ich mir gerade geholt. Quick Revive. Ah, der Name sagt es eigentlich schon. Ja, es geht zum Anfangsraum. Genau. Man kann sein, damit kann man. Oh, jetzt kommt der Hunde. Jetzt kommt der Hunde. Jetzt bekommen wir Besuch. Von. Schneller heilen. Habe ich mich. Hab ich getäuscht? Ne, da sind sie. Das sind Hunde, die kommen mal alle paar Runden. Am Anfang sind sie noch richtig easy. Ich muss schon irgendwo in die Ecke hocken, das ist mir am besten.
Warum ist das nicht so schlimm? Bei Zombies an sich sollte man nicht empfehlen, stehen zu bleiben. Und der Vorteil an Hunden ist auch, wenn man die jetzt besiegt, sozusagen wenn man die Runde überlebt, bekommt man auch immer einmal Munition geschenkt. Macht sich irgendwann auch gut, weil irgendwann verbraucht man eine komplette Waffe. So. Pro Runde, das ist halt irgendwann. Oh! Pff. Hast du die Muni oder habe ich sie schon aufgesammelt? Nee, ich habe keinen. Ups! Ich habe gefailt, der Hund stand schon auf mir drauf, deswegen. Ja, an dem Automat, wo ich stehe, gibt es so ein extra Perk für 1500. Das ist ein zufälliges Perk. Weil es hat Vor- und Nachteile an dem Automat zu ziehen. Man weiß halt nicht unbedingt, was man von Perk kriegt. Aber es sind alle hilfreich. Aber das Gute ist, immer 1500. Es gibt halt Perks, die sind auch teurer, wesentlich teurer. Beispiel Chaka, das was ich habe, kostet eigentlich 2500. Was wir übrigens auch noch erzählen können, ist bei den kleinen Viechern, wenn man die messert, geben die kein Giftgas von sich. Mal sehen, was ich bekomme. Also kostet schon. Ach, das ist zum Beispiel scheiße, also ich find's scheiße. Was hast du denn gekriegt? Ich weiß gar nicht, wie das heißt mit der Spinne. Ach, ja, ich komm grad auch nicht drauf. Ich kann euch nicht mal ganz genau erklären, was es so ist. Auf jeden Fall, man bekommt. Also habt ihr es gesehen? Ich berühre die Zombies und die werden hier mit so Spinnenweben eingenetzt. Ja, du hast besondere Granaten. Genau, und es gibt andere Granaten. Achtung, ich hau mal einen. Seht ihr? Zack. Keine Ahnung, was die machen. Im Endeffekt verlieren die Gegner, umstehenden Gegner eigentlich auch nur einen, glaube ich. Mehr machen die auch nicht. Das ist eines der neueren Perks, sagen wir mal. Kann man eigentlich erst auf einer der letzten Maps. Wo hältst du dich eigentlich auf, Philipp? Ich bin gerade mal am Spawn. Oh! Der Scheiße, Zombie, ich wollte mal an die Kiste. Sorry, der Zombie ist mir die ganze Zeit im Kreis. Mal am Ende der Runde an die Kiste gehen. Ja, ich gehe jetzt gleich nochmal, weil ich habe zwei LMGs. Eigentlich nicht so cool. Zwei. Eins ist schon echt gut. Also eins ist gut, aber zwei ist ein bisschen umständlich. Oh, ich habe eine Sonderwaffe gekriegt, Tim. Ich habe die Donnerkanone. Cool. Die ist sehr geil eigentlich. Ich kann ja in der Runde mal beim Timmy vorbeikommen, da zeige ich euch mal, was die macht. Da zeige ich euch, was die macht. Ich habe heute ein sehr gutes Deutsch übrigens. So, ich weiß nicht, wie das ist auf der Map, aber hier, der nächste Kaugummi kostet auch nichts. Was? Bei dem? Der Kaugummi kostet wieder nichts, also scheinbar kosten die nichts auf der Map. Ich habe ja letztens schon mal eine Runde geil alleine gespielt, vielleicht lade ich das Video hoch. Es war eigentlich nur ein Testvideo für mein neues Mikrofon. Aber die Runde war ganz witzig, muss ich sagen. Aber ist halt nicht gut kommentiert, also entweder lade ich so hoch. Scheiße. Ich habe halt nur Müll oder kaum. Ich habe meinen kaum nicht. Kann man es auch nachkommentieren vielleicht. Machen wir einfach das Zombie-Gameplay und. Genau, gibt uns mal ein lustiges Thema, über das wir reden sollen. Genau. Wir haben ja viel zu erzählen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Für die, die jetzt so lange beim Zuschauen, weil ich meine, wenn du dich für Zombies nicht so interessierst, ne? Musst du da auch erstmal reinfinden und dich drauf einlassen können. Also ich hab schon teilweise manches zu tun. So, wir haben jetzt nochmal doppelte Punkte. Erklärt sich auch von selbst, denke ich. Auch mal, glaube ich, kurz zu erklären, was doppelte Punkte für einen Effekt hat. Ich glaube, du hast die letzten, Tim. Wenn du ein Leben lassen willst, dann jetzt. Ja, das Problem ist, ich hab dieses scheiß Perk, wenn die an mich ranrammeln und sterben soll. Achso, ja, dann werf alle Granaten weg. Wenn du alle Granaten wegwirfst, ist es weg. Vertrau dir. Können euch dann so Kiste selbst mal bewegen? Ich mache noch ein bisschen. Hast du einen Zombie? Nee, weil ich habe noch einen Crawler. Ja, lass also den. Also diese komischen. Ja, lass den. Dann lass ich den einfach. Ach ja, hier hinten war die Kiste. So, ihr seht, einmal rumgelaufen. Jetzt sind wir wieder hier am Anfang. So, also das. Ihr merkt schon, wir machen das ein bisschen als Tutorial einfach nur um die nicht die großen Zombie-Fans sind oder so. Ja, ich meine, die es kennen, ne? Auch wenn ich jetzt sagen, ja, klar, das ist klar. Geil, MP40. MP40, Alter. Nice, das ist eine sehr schöne Waffe. Die ist, glaube ich, nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ziehe. Oh, so schlecht ist die gar nicht. Ich behalte und hole mir Double Tap, will ich nicht haben. Double Tap ist geil. Ich hätte gern
Obwohl, bei der Manowar ist das gar nicht so schlecht. Nee, ich habe nicht so viel Geld. Ich habe mir gerade mal das Bowie-Messer geholt. Ich liebe das. Das ist ein upgradetes Messer eigentlich. Mehr ist es gar nicht. Ich glaube, ich hole mir erstmal Quickie Rave. Das ist... Ja, hol dir mal Quickie Rave. Guck, das ist Quickie Rave. Das ist blau. Ihr seht schon. Kann man den... Schmeckt wie fermentierter Hering mit Katzen. Gegner... Quatsch, den Mitspieler heilen. Schneller vor allem. Schneller heilen. Also heilen kann man auch so, aber schneller heilen. Genau, wenn der von Zombies umgetropft wird, geht man quasi nicht sofort tot, sondern erstmal K.O. Kann ich? Und kann ihn dann wieder beleben. Ja, bitte. Oh, das Bowie-Messer. Siehst du, Runde 9 ist es One-Hit. Das ist okay. Messern bringt halt auch mehr Punkte, das kann man auch mal kurz erklären. Aber es wird halt immer schwieriger zu messern, weil... Oh, Hunde. Oder? Chang'so. Chang'so. So, das hole ich mir noch hin. Ich kann nicht würfeln, kann ich nicht, wenn ich 3000. Einen Einsatz machen kann. Nee, Hunde, gut. Ich bin jetzt mal da, wo du gerade gelaufen bist, ne? Ach so. Shit. Ach, hier ist, das Wunschperk. Ach so. Ja. Kamen die jetzt schwer gestorben ohne Wertung. Ja, und das sind eigentlich so die grundlegenden Sachen, ne, die wir jetzt erklärt haben. Waffen. Es gibt halt auch ein paar verschiedene Waffen. Dann gibt es Perks, die haben wir eigentlich erklärt. Die erklären wir Stück für Stück, wenn wir sie haben. Und da gibt es halt die kleinen Power-Ups, die kleinen Dinger, die man aufsammeln kann. Die haben wir ja auch Stück für Stück erklärt. Ja, und... Wenn euch jetzt wirklich grundlegend die ganze Geschichte hinter der Zombie-Sache interessiert, sind wir auch sehr daran interessiert, auch für uns selber, also das werden wir so oder so machen, denke ich, die ganze Geschichte mal chronologisch zu spielen und halt dazu erklären, Map für Map, was passiert ist und warum und... Denn das Ganze ist ja ein riesengroßer Selbstläufer geworden, ne, mittlerweile. Hier gerade... gesehen habe bei mir. Ich habe einen neuen Kaugummi gezogen. Nachgeschmack. Der ist sehr gut. Den habe ich auch. Ja. Was macht er? Ja, der belebt alle Teammates wieder, ne? Nee. Automatisch. Nee. Oder? Nee, das war Phoenix aus der Asche. Nachgeschmack, wenn du umfällst und dich belebt jemand wieder, behältst du deine Perks. Ah, okay. Das ist nämlich normalerweise, wenn du stirbst, oder sag mal, wenn dich jetzt ein Zombie schlägt, dass du am Boden liegst, hast du deine Perks verloren. Nee. Nur wenn du stirbst. Nee, wenn du umfällst. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja doch, wenn du umfällst. Wenn du umfällst. Ja, wenn du umfällst. Hast du deine Perks verloren? Ich habe bald keine Munition mehr! Und dann hast du halt mit dem Kaugummi-Nachgeschmack deine Perks behalten. Also die Kaugummi-Automaten gibt es auch erst seit Black Ops 3. Ja. Gab es vorher nicht. Die sind auch auf der Map neu. Ja. Und was haben wir euch jetzt noch nicht gezeigt? Einen Automaten. Der Pack-a-Punch-Automat, das haben wir noch nicht hingekommen. Das möchte ich am Ende, wenn ich die Runde überlebe, was ich noch nicht so viel weiß. Doch, ich hab Bock. Zeig mal euch das dann mal. Ich würde nämlich gerne meine Waffe punchen. Also punchen heißt das Ganze dann, das müssen wir so oder so irgendwann machen. Uiuiui, die MP ist scheiße. Was hast du jetzt? Die MP40? MP40. Echt? Hä? Hör mal. Ich hab hier Schreiner. Der macht, kann man auch erklären. Oh, okay, voll auf den Sack. Alle Barrikaden wieder zu. Der macht alle Fenster wieder zu. Die hier so auf der Map offen sind. Zombies kommen ja aus Fenstern. Maximale Munition! Oh, so, was ich hier mache, seht ihr das? Ich sammle die Zombies. Immer hinter mir her. Guck, die laufen mir hinterher. Ich sammle, versuche die in eine Gruppe zu fangen, quasi, damit ich mehr Übersicht habe und nicht irgendwo von einem Zombie überrascht werde. Und wenn ich eine gute Reihe habe, dann knall ich die immer mal weg. Und so weiter und so fort. Ihr seht es schon, je weiter wir kommen, umso schwerer wird's. Ich krieg das ja mit jedem Tod im Tod. Packerpunch.
Umso mehr Zombies kommen in der Runde und sie halten immer mehr aus. Jo, lustig wird's dann teilweise. So, theoretisch gesehen könnten wir sogar beide... Ach ne, ich noch nicht. Also punchen. Ich hab keinen mehr. Zombie. Ich hab noch einen. Willst du punchen gehen? Ich muss erstmal. Du hast noch einen? Zombie? Ich hab noch einen, ja. Okay. Hab noch ein paar auf einmal. Hier ist auch noch einer. Zum Punchen braucht man halt immer 5000 Punkte pro Waffe. Ich werde aber auch sehen, warum. Genau. Also und lohnt sich auch extrem. Definitiv. So, mal ganz kurz. Weißt du, wie du hinkommst? Um dorthin zu kommen. Seht diesen Teleporter hin. Den musst du Timmy mal anmachen. Aktivieren. Da kommt der Tim so, zu mir gelaufen. Seht ihr das Kabel hier lang? Seht ihr das? Ich folge dem Kabel. Von mir her. Ja. Genau. Und jetzt können wir das hier aktivieren. Aktivieren und jetzt wieder zurück. Ja, jetzt zu der Stromverbindung. Ich bleibe leuchtend erkennen kann. Ich bleibe eine Weile hier. Und dann kommen wir jetzt in den Teleporter. Ich bin drin, Philipp, wenn du mitkommen willst. Nee, geh, ich hab ja noch nicht. Okay. Ich guck mich noch ein bisschen um. So. So. Ich hab kommen wir hier in diesen lustigen Zwischenraum. Hm? Da gibt's so ein kleines Easter Egg, aber das scheint nicht mehr zu funktionieren. Das habe ich das letzte Mal schon probiert. Hier liegt eigentlich irgendein Film. Ich bin so dumm. Nee, die Filmrolle. Jetzt hätte ich fast vergessen zu punchen, ne? Die Filmrolle liegt dann in den Räumen, in die da reinkommst. Ich hab die falsche gepuncht. Egal. Ich wollte eigentlich die Manowar punchen, aber. Na, da liegt eigentlich. Also gibt's eine Filmrolle. Kann man einlegen in den Projektor. Der kommt dann hin. So. Wenn man einen neuen Automat sieht, ist der alte weg, ne? Inwiefern? Na, ich habe ja Nachgeschmack, den habe ich ja noch. Achso, ja, der Kaugummi geht weg, ja, ich glaube. Wo ist meine? Meiner ist übrigens weg. Ha. Ja, der hält nur eine gewisse Zeit. So. So, ihr seht, meine Waffe habe ich jetzt gepuncht, verbessert. Die ist jetzt stärker, hat eine Tarnung bekommen. Eine sehr, sehr hässliche. Heißt jetzt Nachbrenner. Ja, die Namen sind immer ziemlich cool. Ja. Achso, ich wollte ja nochmal zeigen, was die Waffe macht, die ich jetzt gezogen habe. Zeige ich euch jetzt mal bei dem Zombie. Ja, der bei mir und beim Tim ist. Beim Tim und bei mir. Ich weiß, der Esel nennt sich immer zuerst. Ja, zeig mal das Ding hier. Hier? Ja. Oh, das ist na, das Teil. Hä? Das ist das Teil. Das ist die Donnerkanone. So. Und ich zeige euch gleich mal, was der so Schönes drauf hat. Hey. Komm mal mit hierher, Tim. Oh, Gretchen. Hallo, Zombie? Was macht der denn? Was macht der? Achtung, ready, steady. Hey auf! Sag mir das doch mal ins Gesicht. Also ich blase alles vor mir weg. Ich bin übrigens mit meinem Platz, wo ich gerade laufe, absolut nicht zufrieden. Aber. Hunde! Jetzt kommen wir wieder. Eine blöde HVK. Kruzifix. Geht, mit Double Tap geht immer. Gut, ich hab kein Problem. Ich glaube auch der Tim hat die Stelle, wo die ganzen Viecher mal kommen. Ich hab auch eine wahnsinnig schwere Stelle. Ich kann noch mal. Shit. Ach, den PlayStation hält ab wie so ein Flughafen, ey, wirklich. Also mit dem Flugzeug auf dem Flughafen. Gut. Und dann gehe ich nochmal in die Kiste. Oh, sorry, ich habe nicht gefragt, ob ich kann. Ich verliere gleich meine Kopfhörer. Oh! Mensch, mit Waffen habe ich jetzt aber Glück, Tim. Strahlenkanone? Ja. Guck mal, das ist die Strahlenkanone. Manchmal kriege ich Kopfweh davon. Die ist richtig stark, die Strahlenkanone. Na, mal gucken. Also bei Bio 3 war es ja nicht so gut. Ich war gerade übrigens an der Tür. Ja, das stimmt. Die war früher in den alten Black Ops 3 besser. Tötet eigentlich, wenn man trifft, den Zombie sehr, sehr lange bis zu den späteren Runden mit einem Schuss. Zwei. Ich bin übrigens gerade aus Langeweile an eine Tür gegangen, ne? Und da hat jemand geklopft.
Ja, ja, das war aber schon in Black Ops 1. So. Nee, aber die Tür habe ich vorher noch nie gesehen. Das, was du meinst, weiß ich. Scheiße. Ich bin gerade etwas. Die sind überall! Wahnsinn! Etwas überfordert. Kann man helfen? Bis jetzt nicht. Ich versuche Ruhe zu bewahren und die ein bisschen. Eieieiei. Weißt du, was man in Russland über den Tod sagt? Tod. Ja, ma, halt's jetzt mal euer Kopf. Alter, wie viel krieg ich denn hier? Sagen wir mal. Ja, Xio! So. Ich bin eigentlich echt gut ausgerüstet, ne? Man muss ja auch sagen, das ist unser erster Versuch seit Ewigkeiten. Ja, wie gesagt, ich habe schon eine Runde gespielt. Ja, also, kriegen wir zusammen und... Grundlegend verlernen haben wir es aber nicht. Ich habe übrigens kein Zombie mehr, ich weiß nicht, wo es ist. Ja, ich sammle gerade wieder. Also. Kommt bestimmt noch eine Horde. Ich mache eine Weile mal noch ein paar Türen auf, was noch so zu ist. Ja, und das, was wir machen, es gibt halt mittlerweile so viel Details noch in der Map. Easter Eggs und... Das ist nur der Anfang einer langen Reise. Kann man wirklich so sagen, ne? Ich glaube, ich habe jetzt den letzten. Ich werde nur noch Speed Cola holen. Oh, ich habe eine Falle angemacht, hups. Scheiße. Ja, der läuft ja bei mir. Das wollte ich nicht. Ich guck, dass er bei mir bleibt. Und schon ist er weg. Hier ist er gut. Ich muss halt echt aufpassen, dass die mich nicht berühren. Wegen dem scheiß Perk. Oh, ich glaube, das oh. Das war ein Treffer! So nett. Danke, Entschuldigung. Mein Lehrer hat immer gesagt, man muss sich entschuldigen, wenn man liest. Und es ist, man sagt da nicht Gesundheit, sondern man muss sich dafür entschuldigen. Andersrum wäre es immer unhöflich. Gesundheit, oh, scheiße. Nicht mitgedacht. Alter, ich bin hier gefangen, weil die Fallen nicht ausgehen. So, mein Nachgeschmack ist abgelaufen, ich ziehe mir den Kaugummi. Tim, wie ist denn das mit, wie ist denn das mit dem Gamer? Martiöse Waffen, jawoll. Wie ist denn das mit den GEMA-Rechten bei den Liedern? Wie bitte? Wie ist denn das mit den GEMA-Rechten bei den Liedern? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe es. Lass es lieber. Ja, besser ist. Ich lese mich da vorher mal. Gibt nämlich schöne Lieder auf den Maps. Ja, ihr seht, graziöse Waffe, ich weiß nicht, ob ihr es mitgelesen habt. Ansonsten spult er zurück. Touché. Man verliert ja auch wie die Perks. Wenn man umfällt. Nein, falsch. Erst wenn man stirbt, seine Waffen. Und mit diesem Kaugummi verliert man die Waffen nicht. Das ist super toll. Definitiv. Oder auch super geil. Super geil. Absolut. Shit, ich geh voll auf die Fresse. Mach keinen Mist, Junge. Also ich habe ja gesagt, dass dieses Spinnen-Scheiß-Burg ist kacke. Aber das hat mir jetzt schon mehrmals den Arsch gerettet. Ihr seht auch, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich mit dieser Waffe spiele und nicht mit meiner gepunchten, getunten Waffe. Einfach nur aus Taktikgründen. Weil je später die Runden, umso mehr halten sie aus, dann kann ich die Waffe mehr gebrauchen. Obwohl die Waffe so schon besser ist als die getunte MP. Schauen wir mal, ich weiß nicht so richtig. Ich suche gerade noch einen Insta-Kill, Achtung. Insta-Kill! Geil. Sieben Perk. Oh ja, Teufelskerl! Oh, ein Schuss. Eselstritt, hast du es gesehen? Ja, oben in dem zweiten Raum. Okay. Jetzt bin ich total rot, jetzt haben sie mich fast getötet. Jetzt muss ich hier voll wegrennen. Eselstritt mal auch mal erklären. Okay. Erlaubt einem. Achtung. Schaut, das Ding ist geil. Ah, hier. Eine dritte Waffe. Ganz.
Und das ist bei meinen Waffen ganz vorteilhaft, weil meine Waffen keine Punkte sammeln. Ja, es gefällt Nikolai sehr. Die Charaktere sind übrigens alle sehr geil. Ich glaube, ich habe mit dem lustigsten Charakter, oder? Ich überlege gerade, wie ich weitermache, weil... Naja, die MP ist nicht gut. Ich glaube, die ist gepunchert schon nicht gut. Was er jetzt gerade gehört hat... Manowar, gut, weiß ich nicht. Ja, Manowar ist cool eigentlich. Ist gut, okay. Das war es gibt... noch... du hast gerade gesagt, Eselstritt, ne? Ja. Ist das das mit den drei Waffen? Ja, ja, Eselstritt sind drei Waffen. Hast du es gefunden? Ja, ja. Das werde ich mir jetzt holen. Hole ich mir jetzt? Damit kann man nämlich... Ich habe mich zugehört, hast du schon erklärt? Nee, ne? Doch, eine dritte Waffe, ja, ja. Dritte Waffen, ja. Genau. Die Kiste ist im Kinosaal. Ich hole mir erstmal Eselstritt. Oh, Vesper. Hier, schaut, Mude Kick. 4000. Warum kann ich es nicht nehmen? Hast du schon 4 Perks? Ach, ich habe schon 4 Perks, ja. Man kann nur 4 Perks tragen. Das ist halt der Nachteil. Scheiße. Außer... Gibt einen Kaugummi, der kann man... Genau. Mehrere. Und auf den neueren Maps gibt es auch für Erfüllen des Easter Eggs, des Haupt-Easter Eggs, ja. Alle Kaugummis. Ich glaube, angeblich... Ach, ich hol mir trotzdem eine neue Waffe, Alter. Oh, meine MP weg, meine Quick Punch. Ne, die nehme ich nicht. LK nehme ich nicht. Ist für den Anfang ganz witzig. Pistole automatisch. Vollautomatisch. Einmal gehe ich noch an. Der macht komische Geräusche. Schrotflinte. Argus, keine Ahnung. Ich lasse es. Dann gehe ich meine Dings punchen. Okay. Willst du mitfahren diesmal? Du hast eh kein Geld. Nö, nee, das lohnt sich nicht für mich. Ich gehe lieber auf Nummer sicher, weil ich bin nicht so guter Spieler. Der Philipp kann relativ gut lange mit normalen Waffen spielen. Ich glaube, man kann auch die Waffen mehrmals kann. Mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es das der Map auch schon gibt, weil mittlerweile gibt es die Waffen nicht mehr verstärkt, sondern die anderen sind auch Spezialaufsätze. Ja. Wie Feuerkraft oder Blitze. Diese untoten Fleischsäcke werden schaubig geschlagen. Ja, schaut hier erneut verbessern. 2500 Kanone statt 5000. Manchmal kriegt man auch noch ein Visier drauf. Oder so. Wie gesagt, andere Tarnung und so eine Special-Munition, sag ich mal. Manche brennen an. Das ist... Ah, hier ist ein Hammer in das Zimmer. Und ein riesen Hammer. Teddy, ich glaube, das ist neu. So. So, bin wieder da. Where are you? Also dann töte ich den Mama. Ja. Wenn wir noch ein bisschen vorwärts kommen. Runde 15 ist ganz gängig für den Anfang, würde ich sagen, bis jetzt. Ich muss jetzt mal von mir aus, also ich glaube, viel weiter komme ich nicht. Schaff mal. Wir haben übrigens eine absolute Fliegeninvasion. Wenn ihr mit uns taugt, gibt es ein Like. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, welche... Oh, ups. Nein. Das ging jetzt schneller als gedacht. So, Leute. Versucht den Rücken frei zu halten, dann kann ich schneller gehen. Da kommt ihn entgegen. Ich riskier's. Ich lauf runter weiter, ne? Ja. Lieber eine Runde weglaufen, anstatt entgegenzulaufen, sonst kann es echt brenzlig werden. Ja, definitiv. Also für mich 100 jetzt. Zombies. Scheiße, jetzt wäre hätte ich mich fast selber. Scheiße, scheiße, scheiße. Bitte, Tim, bitte. Dafür habe ich jetzt zum Glück meine Donnerkanone. Das
So, ich habe jetzt halt keinen Perk mehr, ne? Das ist jetzt der Nachteil. Ich habe auch eine Waffe verloren, aber zum Glück nur die Shiva. Bin wieder an meinem Platz. Alter. Hochlebe das Perk. Könnt mir gerne sagen, wie das heißt. Welches? Ich weiß es nicht. Das ist mit der Spinne. Spider-Perk. 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 Ich habe ein Spider-Perk. Ich bin gerade und. Oh. Hieß, Black. Nee, Widow, irgendwas. Widow's Wine. Ah. Quasi Spinnenwein oder was? Ja, so ungefähr, ja. Kann man so deuten. Ich hab vergessen, wo Chaganok steht. Bin nicht dumm. Ach, im Kino. Moin. Wo Chaganok steht? Ja, hab's. Im Kino. Darf ich dir mal kurz ein paar Punkte klauen? Ja, bitte. Ich hab noch keinen abgeschossen. Ja, wir sind halt sehr große Teamplayer. Hier ist noch irgendwo einer. Hm, ich sehe bloß nicht. Ah, hier. So, damit wir uns gegenseitig mal ein bisschen helfen. Und übrigens hier, diese interaktive Karte, da leuchtet immer das grüne Licht und da befindet sich die Kiste. Vierter, hier, ist in der Mitte von mir. Da steht die Kiste. Sieht man immer durch den hellen Strahl. Auf Maps, die offen sind, kann man so mal sehr gut einen Standard erkennen. Ja, auf offenen Maps ist das sehr hilfreich. Mal kurz zur Kiste, wo wir gerade beim Thema sind. Da kann man rangehen für 950 Punkte. Gibt es eine zufällige Waffe raus. Ich habe es noch nicht getan, aber man kann sich... Shit. Waffen an der Wand kaufen. Es gibt nicht alle Waffen an der Wand. Muss noch mal kurz sein? Ja. Da kam brennendes Vieh von der Decke geflogen. So, jetzt können gerne mal wieder ein paar kommen. Oh, ich hab was Geiles gekriegt. Bringt mir aber nicht viel, weil ich schon 2 Kilo Waffen hab. Oh, ich bin so ein Trottel. Schuss verkauft und ich renn los, einfach ohne Sinn und Verstand. Jetzt hätte ich mich fast selbst getötet. Aber es ist nicht sinnvoll, eine Karte. Ich bin eingequetscht. Ich war gierisch auf die Kiste. Ich bin so dumm, ich bin so ein kleiner Wichser. Das sind halt also Anfängerfehler, die passieren uns aber einmal. Dämlich. Ich hab ein Problem. Lass dir Zeit. Naja, Ich verliere keine Waffen, wenn du sterbst, okay. Hallo? Sollte dich vielleicht dabei noch anschauen. Das war Quick Revive, das war jetzt übrigens sehr hilfreich. Jetzt wird's schon lustig, ne? Jetzt schnell wieder Chakra kommt und ohne überlebe ich das keine 5 Sekunden. Und Komsuka. Ich liebe Nikolai einfach mal. Der lustigste Charakter an der Feier. Ey, die halten ihn ganz schön viel aus. Die rennen alle weg von mir. Bist du so nah oder was? Von mir auch. Hä, die rennen alle zu dir? Ich meine zu dir, wie dämlich ist das denn? Sind die dämlich. Jetzt kommen sie alle wieder.
Ja, die Hunde sind eigentlich echt easy, ne? Die dämlich. Die waren noch nie so richtig. Das ist ein bisschen nachladen. Hab ich. Ready? Ja. Maximale Munition! Okay, jetzt haben wir ein Kaugummi. Ist bei dir auch so ein bisschen verkraut? Ich liebe die Strahlenkanone! Ja. Ich glaube, Zombies sehen uns jetzt für 30 Sekunden oder so. So, ihr seht, ich habe jetzt auch die Strahlenkanone. Ja. Die MP40 ist mir zu lahm. Also, zu schlecht einfach. Wie gefällt dir das, gruseliger Kriecher? Bei mir kommen mehr Crawler als Zombies, ne? Kleine Crawlers sind echt mies, weil man die meistens gar nicht sieht, wenn man zu hoch guckt. Guckt immer drüber über den, dann hängt man einfach an so einem scheiß Kunden fest und dann passiert es bei mir gerade eben, dass man dann fast stirbt. Oder eben es nicht schafft, einfach nur nicht an der Wand hängen zu bleiben. Geil, ich habe einen Todbringer. Ich bin aber auch gerade ein Dussel. Ich auch. Das Gefühl, ich sterbe bald. Man wird dann so nervös, wenn man mal 3-4 Schläge abträgt. Unglaublich, und es wären ganz schön viele mittlerweile. Bei mir ist alles noch ein Armor, ich habe so wenig Platz. Ich bin vielleicht noch ein bisschen. Ich bin nicht gut. Oh, nee, scheiße, ich dachte, machst du die Falle an, dann bist du ein bisschen safe. Und hängen dann in der Falle fest. Das ist natürlich nicht so gut. Schön Rückendeckung. Komm, hallo. Die knochensaugenden Maden hatten nur Glück. Ich geh mal jetzt punchen. Werden sie bezahlen. Für das Teil in der, mitten in der Runde übrigens sehr praktisch, weil der Tim jetzt auf sich alleine gestellt hat. Aber ich aktiviere einfach mal wieder mein Kaugummi. Bin für 10 Sekunden lang unsichtbar. Bitte, Tim. Ich brauche unbedingt fixen Zombie und einen kleinen Schocker, sonst. Und ich teleportiere mich, bin ich ein Depp. Ich muss weg. Anstatt dir zu helfen, bin ich ein Depp. Ich versuche mich irgendwie durchzumogeln. Ja. Ich gebe dir von oben Besorgendeckung. Ich versuche eine Runde zu laufen. Keiner auf der Treppe entgegenkommen. Ich bin ein bisschen Scharfschütze. Jetzt geht's vielleicht zurück. Ich glaube, ich komme noch in den Zwischenraum, ne? Ne, doch nicht. Manchmal kommt man in so eine kleine Zwischensequenz. Ich bin durch. Achso, das ist gar nicht die normale Strahlenkanone. Hast du die Raygun 2? Ich hab die Raygun 2. Also ihr merkt auch, wir reden da noch ein bisschen weniger. Oh, scheiße. Ich bin tot. Oh, wie hab ich das überlebt? Ich bin keine Rot. Alter, von wo krieg ich einen Angriff? Alter.
Hä, warum laufen die weg? Weil ich mich unsichtbar gemacht habe für die Zombies. Dann kaufe ich. Sonst wird mir langweilig. Ja, leg dich nicht mit einem Ruf ein. Tot. Jetzt wird's lustig. Wir mögen keinen mehr. Scheiße. Ohne Chucker, ne? Risk. Es ist einfach so wunderschön. Also wenn wir das jetzt überlebt haben, ist sehr gut. Ich hab Chucker. Nice, ich hab auch noch. Alter, das war jetzt echt gut von uns. Gut, dass ich die Falle angemacht habe, sonst wäre es nichts geworden. Aber und. Was ist denn hier los? Alter, wir sind echt gut drauf. Runde 20, das ist krass. Komm jetzt mit zu dir, komm, wir machen ein bisschen Party. Man merkt auch, wir labern immer weniger. Habe ich es vorhin nicht schon mal gesagt? Meine Aufmerksamkeitsspanne lässt halt nach. Echt konzentriert bleiben. Muss ich dann so konzentrieren, wenn ich die Wege zu laufen. Ich habe leider meinen Kaugummi nicht bekommen. Kam nicht mehr. Ich glaube, ich versuche es nicht währenddessen. Von hinten. Ich habe keine Muni mehr, ich kann nicht mehr helfen. Du untoter Fleischjunkie. Ich bin jetzt Spectator sozusagen, weil ich down bin. Armada des Grauens. Hier sehen Sie Tim. Tim verpasst Headshots. Tim stirbt aus. Dumm! That was my fault. Naja, 20 Runden, ich finde es jetzt nicht schlecht. Definitiv. Man sieht es wieder bei den Volltreffern, ich habe fast doppelt so viel wieder fit. Da oben strahlen kann man noch. Ich messe viel. Ich habe keine Headshots. Nun gut, das soll es gewesen sein bei der ersten Folge von Zombies. Ja. Wie gesagt, wenn knapp eine Stunde, nicht schlecht. Wenn ihr Interesse habt an viel mehr Deepness und so am Thema, dann schreibt uns das gerne. Dann sehen wir uns zur nächsten Map. Mal gucken, was wir dann spielen. Weiß ich noch nicht. Ich wäre für Ascension. Ja. Ascension haben wir zusammen die meisten Runden gespielt, ne? Ja. Die ist geil. Gut. Dann macht's mal gut. Ciao, meine Freunde. Ciao, ciao.